Ist ja nicht so, als hätte ich nichts Besseres zu tun. Ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber mein Leben ist gerade echt scheiße. Und es wäre cool, wenn mich mein bester Freund zumindest ein bisschen unterstützen könnte. Weißt du, als mir letzte Woche mein Scheißfahrrad geklaut wurde, durfte ich erst mal 2 Stunden nach Hause dackeln, weil ein gewisser jemand nicht an sein Handy gegangen ist. Und als Clarissa mit mir Schluss gemacht hat, war dir das völlig egal. Selbst Matthias hat mit mir drüber gesprochen und nachgefragt, wie es mir dabei geht. Und von dir? Gar nichts. Ich dachte, Freunde machen sowas. Und als wäre das alles nicht schlimm genug, darf ich auch noch die bescheuerte Spülmaschine ausräumen. Nicht mal so etwas Simples wie das Ausräumen einer verdammten Spülmaschine kriegst du auf die Reihe. Es kann ja nicht jeder so ein perfektes Leben haben wie du. Eine wundervolle Freundin. Eine Familie, die sich um einen kümmert. Das Auto von deinem Vater. Andi, was ist in letzter Zeit eigentlich mit dir los? Du kümmerst dich gar nicht mehr um deine Freunde und deine Familie. Du sitzt nur noch rum und vergammelst dabei. Ich meine, was würden deine Eltern sagen, wenn sie wüssten, dass du rauchst? Ich glaube nicht, dass sie wollen, dass du deine Gesundheit so wegschmeißt. Du hast es so gut in deinem Leben und verstehst das gar nicht. Wegen dir komme ich mir noch bescheuert vor, ey. Immerhin ist dein Leben nicht einfach. Immerhin stirbst du nicht innerhalb der nächsten paar Monate. Einfaches Leben?